Hui, hui, hui. Am Rande des Grips. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu Le Mans Ultimate. Im heutigen Video nehme ich dich mit auf ein kleines 30-Minuten-Rennen hier auf Sebring in der LMP2-Klasse und ich freue mich so wahnsinnig, dich endlich mitnehmen zu können hier in dieser unfassbar tollen Rennsimulation. Seit einigen Tagen läuft Le Mans Ultimate endlich einigermaßen ruckelfrei auf meinem System. Bei der Grafik musste ich krasse Abstriche machen, wie du vielleicht siehst, aber darum geht es ja primär nicht hier in Le Mans Ultimate. Es geht um das tolle Fahrgefühl, die KI, die hier echt einen guten Job macht und um die unfassbar tollen Sounds aus dem Cockpit heraus, die wirklich ihresgleichen suchen. Ja, und ich freue mich einfach nur, dass ich dieses Spiel jetzt endlich genießen kann. Los geht's! Ja, ich habe mich für die LMP2-Klasse entschieden, weil die so unfassbar viel Spaß macht. Die Rennwagen liegen so dicht über dem Boden, haben keinen ABS, Traktionskontrolle ist am Start und eine wahnsinnige Aerodynamik. Ja, und anders als in Automobilista 2 oder Assetto Corsa Competizione fightet hier die KI von Anfang an. Die steht übrigens auf 97 Stärke, 65% Aggression und 0% Limiter. Im Qualifying bin ich 8. geworden. Ja, und was ich hier so toll finde in Le Mans Ultimate, hat man jetzt vielleicht gerade gesehen oder gehört. Der Rennwagen hoppelt richtig schön hier über die Bodenwellen drüber. Sebring sowieso eine Rennstrecke, die ich in Automobilista 2 kennen und lieben gelernt habe. Als ich hier die ersten zwei Runden gefahren bin in der Beta-Version von Automobilista 2, habe ich mir gedacht, ich werde diese Rennstrecke niemals richtig fahren können. Und mittlerweile gehört sie zu meinen Lieblingsstrecken. Die hat einfach so einen unfassbar tollen Flow, dann die ganzen Bodenwellen, die für ein bisschen Abwechslung sorgen. Ja, und hinten macht schon wieder einer Druck hier. Was ich in R-Faktor 2, Le Mans Ultimate und Automobilista 2 einfach so liebe, ist dieses Bremsen, wie jetzt hier gerade eben. Man darf nie voll auf die Bremse latschen in Karren ohne ABS. Auch mit ABS ist einfach immer besser, gefühlvoll zu bremsen, den Rennwagen in Balance zu halten. Oh, bisschen spät dran, aber geht noch. Boah. Das war am Rande des Grips. Mehr darf man nicht wagen, sonst klebt man an der Wand. Und ich finde es hier einfach toll, wie man den Rennwagen spürt. Man hat so ein straffes Gefühl im Lenkrad. Und man spürt gleich, wenn man Grip verliert. Einfach großartig. Wie in R-Faktor 2 auch schon, aber das habe ich leider auch nie ruckelfrei hinbekommen. Ah, nicht konsequent genug gebremst. Ja, und ihr seht's, die 97er KI macht mir hier das Leben echt schwer. Das finde ich gut, bis 105 geht's in Le Mans Ultimate. Da ist noch Luft nach oben für mich. Ja, und ich wollte unbedingt ein 30-Minuten-Rennen fahren, weil ich es hier noch nie erlebt habe, wie die LMP2-Klasse die GTE-Klasse überrundet. Also ich wurde schon überrundet, weil ich in der GTE-Klasse selber gefahren bin, aber ich habe noch nie selber überrundet. Zumindest nicht in Le Mans Ultimate. Vor ein paar Wochen konnte ich nur auf Monza mit zwei Fahrzeugklassen fahren. Anders hat es einfach geruckelt wie Sau. Selbst wenn ich die Grafik komplett runtergestellt habe, also sozusagen aus. Es hat keinen Unterschied gemacht. Ah, zu früh auf dem Gas gewesen. Hier komme ich viel zu weit raus. Von hinten nähert sich schon wieder der nächste.
Geht noch. Allerletzte Rille. Schade. Übertrieben. Und da ist der Hintermann. Im Qualifying habe ich versucht, die Traktionskontrolle mal einen Klick jeweils runterzustellen. Es gibt zwei Einstellungen, beziehungsweise drei. Und es hatte krasse Auswirkungen. Also nicht so wie in Assetto Corsa Competizione oder gar in Automobilista 2. Da spüre ich fast keine Änderungen in der Traktionskontrolle, wenn ich da die Werte ändere. Aber hier war das schon sehr ausschlaggebend. Und was ich hier auch einfach toll finde, die Bodenwellen. Am Ende. Wie sagt man, am Ende des Bremsweges quasi, bevor dann oder vor dem Kurveneingang, da ist nochmal so eine kleine Bodenwelle. Mittlerweile jetzt schon 5 Kurven zurück. Aber ich komme nicht hinterher mit dem Denken und mit dem Sprechen. Boah. Ja, und das meine ich, dieses Gefühl hier in Le Mans Ultimate, das ist so bockstark, wenn man am Rande des Grips sich bewegt. Und dann merkt man trotzdem im Lenkrad schon, oh, jetzt hat man es übertrieben oder jetzt kommt die Karre gleich. Ja, ich glaube, ich überfahre den linken vorderen Reifen hier. Ich muss eine andere Linie wählen. Nein, und das habe ich nicht zugemacht. Oh no! Und da sind gleich zwei vorbei. Oh, das wird nichts. Sorry. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Aber die Berührung schien nicht so schlimm. Denn sonst würde mein Rennwagen links vorne wie ein zerknittertes Hemd aussehen. Nein. Oh, Gott sei Dank. Hat nur Zeit gekostet. Also wenn ich was zu bemängeln habe an Le Mans Ultimate, dann das Schadensmodell. Das könnte besser sein. Auch wie die Fahrzeuge reagieren, wenn sie ineinander stoßen. Jetzt hatte ich die eigentlich so gut erwischt, die Kurve, und dann doch nicht. Und ich finde es so toll, wie die KI hier die Streckenbreite ausnutzt und da richtig rauszieht. Es wirkt alles sehr authentisch, sehr menschlich, was die KI hier macht. So, das wäre jetzt die Linie, wie ich sie in Automobilista 2 fahre. Und ich denke, ich kann darüber sprechen. Mittlerweile ist ja jedem klar, dass Sebring für Automobilista 2 rauskommen wird. Das macht so Laune, dieses Reinbremsen. Und dann sieht man, dass die KI auch ein bisschen struggelt, dass der Rennwagen sich bewegt und... Ach, großartig. Hier, das meinte ich vorher, diese Bodenwellen, dass da der Rennwagen dann so hoppelt. Ja, das ist einfach wunderschön gemacht hier in Le Mans Ultimate. Ja, und hier habe ich irgendwie Probleme. Wie gesagt, da ist die Bodenwelle, bevor man einlenkt. Boah, die Traktionskontrolle rettet mir den Tag. Und ich sehe gerade, ich bin Achter.
Jetzt wäre es mal schön, wenn die KI vorne einen kleinen Bockmist bauen würde. So, das ist der weitere Bogen. Nee. Genau, dann wird es hier knapp mit der Wand. Nee, ich fahre lieber wieder den inneren Bogen wie ein Automobilista 2. Da fühle ich mich einfach sicherer. Dann möge es 13 langsamer sein. Hui! Zu früh eingelenkt, zu früh aufs Gas. Oh, es macht so Laune, Leute, es macht so Bock. Ja, und ich fahre hier relativ konstant, sehe ich rechts oben gerade. Aber wo sind denn die anderen aus unserer Fahrzeugklasse? Schön. Wetter sollte jetzt immer mehr aufklaren übrigens. Ja, und es ist echt krass, die 97er KGI gibt mir hier echt eine Herausforderung. Ah, Weltklasse. Das war knapp vorm Gripverlust. Da wäre mir die erste Bodenwelle glatt zum Verhängnis geworden. Das war gut. Oder schlecht von der KI. Boah, so eine Sau. Aber macht er gut. Fährt hier schön mittig. Geil. Geil. Genau deswegen wollte ich dieses Spiel haben. Genau deswegen. Oh, sorry. Ah, sorry. Nein. Ich lasse ihn vorbei. Ah, wie uncool von mir. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Ja, und ich glaube, da war auch wieder mein Problem. Ich habe zu hart gebremst. Und dann hat vielleicht doch schon irgendwas blockiert. Hier, wenn ich so ganz leicht auf der Bremse drauf bin, dann klappt es einfach viel, viel besser. Aber wenn ich dann so nah an der KI dran bin, dann will ich es doch wissen. Und ah, das war einfach nur dumm. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn ich hier so am Rumrennen bin, am Racen, dann fällt mir das gar nicht auf, dass ich die Grafik so krass runtergeschraubt habe. Also hier steht fast alles auf Low oder Medium. Ah, okay. Da wurde der linke vordere Reifen richtig heiß gerade. Okay, hier war jetzt mal ein Ruckler. Aber überhaupt nicht schlimm, wenn es vereinzelt vorkommt. Vor einigen Tagen war das noch zu krass, vor allem wenn ich an der Boxengasse vorbeigefahren bin. Also wenn da andere Fahrzeuge drin standen, dann ja, konnte ich eigentlich aufhören zu spielen. So, Hälfte des Rennens jetzt absolviert.
Ah, noch nicht ganz, noch eine Minute. Also quasi, wenn wir bei Start und Ziel sind. Genau, jetzt habe ich viel leichter gebremst, viel sanfter und komme hier viel besser rum. Ah, schade. Ja, aber es ist so toll, es macht so viel Spaß, weil es eben so eine Herausforderung ist. Nicht so ein typisches Überholungsrennen. Ich meine, die machen auch Spaß. Da fühlt man sich dann immer wieder Profi-Rennfahrer. Aber diese KI verlangt einfach alles von mir ab und das ist so der Reiz. Und das genieße ich einfach, weil ich nicht die Zeit oder nicht die Muße habe, online zu fahren oder mich einzuschreiben in irgendeiner Liga, wo ich dann, ja, verpflichtend mitfahren muss. Hui. Am Rande des Grips. Und wir sind recht einsam unterwegs, wir beide. Geht. Hui. Was ich neulich in Automobilista 2 beobachtet habe, ist, dass die KI sich jetzt viel mehr verbremst. Und dann auch mal über die Kurve hinausschießt oder sich einfach so mal dreht. Ah, es wird so großartig. Ich hoffe ja, dass der hier vorne auch mal einen kleinen Fehler macht. Nein! Vielleicht hilft's, wenn ich flashe. Probier's gleich mal aus. Vielleicht bekommt das so Angst. Oder es gibt mir den nötigen Turbo-Boost. Wie in Assetto Corsa Competizione. Und es ist so schwierig, so eine Situation hier, wenn man bewegt sich schon am Limit. Oh nee! Ah, ich weiß nicht, ob das... Wahrscheinlich würde der in echt mich auch nicht sehen. Und dann würde der auch reinziehen. Ah, ihm gehört die Kurve, er ist vor mir. Ich glaube, jetzt war ich gerade gar nicht mehr drauf. Ich muss mal im Video selbst gucken, wie ich bremse. Da muss ich wirklich noch wahnsinnig viel lernen. Nein. Obwohl doch. Es ist so geil. Es tut mir leid, dass ich jetzt so still bin. Am Anfang habe ich ja gesprochen wie ein Wasserfall. Aber es ist so anstrengend. Es fordert mich wirklich raus hier gerade. Und man spürt so schön, wenn der Reifen Grip verliert, wenn dann das Lenkrad leicht wird vorne. Ach, großartig. Und wieder flashen, um zu zeigen, dass ich noch da bin. Okay, das mag der Reifen immer noch nicht. So, jetzt vielleicht hier wieder.
Scheint nicht seine Lieblingskurve zu sein. Ah, der kommt hier gut raus, der Kollege. Ich konnte leider nicht noch weniger Luftdruck fahren. Kilopascal oder wie sich die Einheit schimpft, ist der Minimumwert. Wäre aber hier angebracht, noch weiter runter zu gehen mit dem Reifendruck, denn die Reifen werden hier nicht warm. So, gerade eben kam die Meldung, noch 10 Minuten. Ich hoffe wirklich, dass wir die GTE-Klasse noch sehen. Und dass wir da rankommen. So kann ich mir den Kollegen vor uns vielleicht holen. So, mal eine andere Linie jetzt gewählt, aber ja, das... Ja, ich bin schon ein bisschen näher ran, aber... So gut fühlt sich die auch nicht an. Und wieder dasselbe Spielchen hier. Nein! Komm, komm, komm. Ah, schade. So, rechts hinten wäre warm der Reifen. Acht Minuten noch. Ah, verdammt. Und der Vordermann ist jetzt fast 5 Sekunden weg. Jo, und mein Reifen sagt, ich habe einen Bremsplatten. Fühlt sich an wie links vorne. Obwohl, schwer zu sagen, vielleicht auch beide vorne. Aber ich bring's zu Ende. Geil, und jetzt reißt der Grip vor allem bei den Vorderrädern viel früher ab. Man hat es gerade richtig gespürt in der vorletzten Kurve. Hier sieht man auch nichts von der GTE-Klasse. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass ich es einfach übertrieben habe. Auch mit der 97er KI, da habe ich vielleicht den Mund zu voll genommen oder nicht den Mund zu voll genommen, aber da wollte ich einfach zu viel und deswegen habe ich die Karre überfahren und es rächt sich jetzt. Hier vor mir Angelo, auf jeden Fall nur noch 3,5 Sekunden vor mir. Vielleicht geht ja doch noch was.
Ja, ich komme näher. Und ich gebe nicht auf. Fünf Minuten noch. Zwei Komma vier noch vor mir. Jawohl. Ah, das war doof. Das war nicht besonders schnell. Hier muss man so unglaublich aufpassen. Der kleine Fehler vorher, zu früh auf dem Gas und dann kommt der Dreher. So, 1,6 zu Angelo. Und ich kann hier viel später bremsen. Könnte am Sprit liegen, der jetzt draußen ist. Schade. Nein, 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 nein! 360! Vielleicht, ja. Schade. Kleines bisschen zu viel. Kleines bisschen. Und es rächt sich halt. Sofort, schade, schade, schade. Ich wünschte, ich hätte euch ein spannenderes Rennen bieten können hier. Schade, schade. Aber es war so gut. Jetzt hatte ich mich so gefreut, dass ich da an Angelo rangefahren bin. Nino Di Angelo. Wer kennt die nicht? Ja, und schade, 30 Minuten reichen nicht für die GTE-Klasse. Das hätte ich einfach bockstark gefunden. Da hätte ich mal lieber Rundenzeiten vergleichen und ein bisschen rechnen sollen. Aber ich dachte, ein Automobilista hätte ich die GTE-Klasse mir mal geholt. Aber gut, vielleicht war das auch in den LMDH-Rennwagen. Was natürlich jetzt nochmal so ein kleiner Motivationsboost wäre, wenn hier Angelo und Rea gemacht hätte. Oh, und da kommt die blaue Flagge. Aber für mich... Kommt da hinter mir? Ja, da kommt die LMDH-Klasse, die Hypercars, Hypercars, die Hypercars. Was rede ich von Unsinn? Und ich kämpfe hier so um Grip. Noch eine Runde. Alles klar. So, fahr du innen vorbei. Ich hoffe, ihn treibt es nicht zu weit raus. Ah, doch. Das tut's ihm. Es treibt ihn zu weit raus.
Was für schöne Rennwagen einfach. Ah, und schade. Schade, schade, schade. So abgefahren, wie viel Speed die mehr drauf haben. Hier ist so geil links vorne. Der Reifen fühlt sich einfach so an, als ob er komplett am Ende wäre. Und ja, den habe ich einfach malträtiert. Das finde ich auch einfach geil, auch in Automobilista 2, wie man das spürt. Ich weiß nicht, in ACC, aber ja, gut, da fahre ich nicht so lange Rennen. Nein, 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 nein! Gibt's das? Safe Return. Und dann einfach komplett die Karre verloren. Eigentlich sollte es noch eine Spazierfahrt ins Ziel werden. Da wären wir. Oh, so kaputt sehen wir gar nicht aus. Und das finde ich auch richtig geil. Man fährt über die Ziellinie, dann kommt dieser Schnitt, dann sieht man das Auto von außen. Könnte ruhig länger gehen noch. Ah, schade. Max Angelo, den hätte ich noch gern bekommen. Schauen wir mal, was hier die anderen KI-Leute gemacht haben. Ja, klar. Also... Das sind ja die Hypercars. Ich dachte gerade, der erste in der LMP2-Klasse fährt eine 1,47. Ne, eine 1,52. Ja, und wir dann einfach so mal, ja, 7/10 langsamer. Ah, schade, schade. Ne, das waren ja gar nicht wir. Hier, 1,52,1 und... Oh, wir sind sogar schneller gewesen als der erste Mal eine Runde. Ja, gut. Bringt halt aber auch nichts, wenn man dann doch so viele Fehler macht. Aber ja... Hat trotzdem Spaß gemacht. War jetzt echt ein langes Rennen. Ich sollte mich vielleicht wieder mehr auf so 15 Minuten Rennen konzentrieren. Aber ich hatte echt gedacht, dass wir vielleicht die GT3-Klasse oder die GTE-Klasse erreichen können. Und da vielleicht ein bisschen Überrundungs-Action sehen. Ah, schade. Da müsste ich vielleicht im nächsten Video mit den Hypercars fahren. Oder mit den GTEs. Dann werde ich von den Hypercars früher überrundet. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, mal sehen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Ich fand es... Vor allem zu Beginn des Rennens echt eine tolle Sache. Vor allem freue ich mich nach wie vor, dass jetzt Le Mans Ultimate endlich auf meinem PC läuft. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei sein werdet. Und ich verabschiede mich von euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.